Wer Unrecht, das ihm zugefügt wird, schweigend hinnimmt, macht sich mitschuldig. Und wer andere ausgrenzt, wer andere verächtlich macht, wer andere nötigt und bedroht, verletzt nicht nur sein Gegenüber, sondern auch sich selbst. Denn wir Menschen, wir sind eben Lebewesen, wir sind alle miteinander verbunden. Und so wird ein jeder, der auch noch so fest und entschieden seine Augen geschlossen hält, irgendwann das Sehnen nach Wahrhaftigkeit gar nicht mehr länger zurückhalten können. Wer es schneller und weniger schmerzhaft möchte, dem sei an dieser Stelle noch einmal der Weg gewiesen.